Die 10 mutigsten Tiere der Welt. Hast du dir schon einmal überlegt, welche Tiere eigentlich die mutigsten Tiere der Welt sind? Wir Menschen sind immer ganz besonders stolz, wenn wir unseren Mut finden und uns entsprechend verhalten. Aber wir sind nicht die einzige Spezies, die diese Eigenschaft besitzt. Auch Tiere können sehr mutig sein und deswegen wollen wir dir heute die mutigsten Tiere der gesamten Welt vorstellen. Hier sind also unsere Top 10. Honigdachs. Der Honigdachs ernährt sich überwiegend von Honig und Honigbienen, aber auch andere Insekten und Larven stehen auf seinem Speiseplan. Es ist aber kein Geheimnis, woher der Honigdachs seinen Namen hat. Ansonsten isst er auch Vögel und kleine Säugetiere, gerne auch Beeren und Früchte. Er jagt gerne seine eigene Nahrung oder klaut sich die Beute anderer Tiere. Als mutig angesehen wird der Honigdachs gerade deshalb, weil er sich auch von Menschen nicht abschrecken lässt. Gerne dringt er auch mal in unsere Bauernhöfe und Gärten ein, um sie zu plündern. Für seinen Mut wird er in vielen Regionen sogar von Menschen gejagt und gilt zum Beispiel als beliebte Trophäe. Nilkrokodil. Wir alle haben vermutlich Angst vor den großen Tieren, die uns mit einem einzigen Bissen und ohne große Mühen umbringen können. Krokodile sind eindrucksvoll, aber gerade das Nilkrokodil ist auch noch sehr mutig. Früher gab es sehr viele Nilkrokodile, aber gerade wegen ihrer dicken Haut wurden sie vermehrt gejagt und die gesamte Art wurde nahezu ausgerottet. Der Bestand ist also drastisch zurückgegangen. Seit den 1980ern ist die Jagd auf diese Krokodile aber verboten. Und inzwischen sind es Krokodilfarmen, die den Bedarf an Krokodilleder und Zähnen decken. Die Nilkrokodile haben sich in der Zwischenzeit wieder einigermaßen erholt. Obwohl sie nahezu ausgelöscht wurden, greifen sie inzwischen wieder vermehrt Menschen an und reißen auch immer wieder das Vieh in der Nähe ihrer Lebensräume. Den Bauern gefällt das natürlich nicht. Pavian. Auch der Pavian hat es auf diese Liste geschafft. Ohne Zweifel ist das ein Tier, das unser aller Respekt besitzt. Paviane essen in der Regel eigentlich alles, aber sie bevorzugen vegetarische Nahrung. Im alten Ägypten galten die Paviane übrigens als heilig. Zu Lebzeiten genossen sie dort strengen Schutz und nach ihrem Tod wurden sie sogar mumifiziert. Mutig sind Paviane vor allem, weil sie nicht menschenscheu sind. Die meisten Tiere besitzen diesen Grundrespekt nämlich. Doch Paviane leben sehr gerne in der Nähe von Siedlungen und verwüsten hin und wieder ganze Plantagen auf der Suche nach Nahrung. Hin und wieder greifen Paviane wohl auch kleinere Haustiere an, wenn sie in Wohnbereiche eindringen. Auch das soll nämlich schon oft vorgekommen sein. In seltenen Fällen greifen die Paviane sogar Menschen an. Das liegt dann aber meist daran, dass sie sich bedroht fühlen und keinen Fluchtweg erkennen. Dennoch sind die Paviane also auf keinen Fall zu unterschätzen. Tasmanischer Teufel. Der tasmanische Teufel kommt aus, na, wer weiß es, aus Tasmanien und ist ausschließlich dort aufzufinden, daher auch der Name. Leider ist dieses Tier inzwischen akut vom Aussterben bedroht. Es lässt sich besonders leicht durch die feuerroten Ohren erkennen. Der tasmanische Teufel ist neugierig und sieht sich gerne immer und überall um. Zudem ist er laut und sogar ein wenig hyperaktiv. Seinen Platz auf der Liste hat er sich aber vor allem deshalb verdient, weil er auch vor Hunden oder Wombats keine Scheu hat. Die greift er sogar hin und wieder an. Auf seinem Speiseplan stehen aber eher Aas, Insekten und Kleintiere. Inzwischen erholt sich der tasmanische Teufel übrigens. Sehen kann man ihn dennoch nur selten, denn er ist zwar mutig, aber dennoch nachtaktiv. Sein Pelz ist pechschwarz und im Dunkeln sehen wir ihn mit bloßem Auge eigentlich nur mit sehr viel Glück. Kasuar. Hast du schon einmal von einem Kasuar gehört? Dieser Vogel gilt allgemein als der gefährlichste Vogel der Welt. Auch wenn das ein wenig lustig klingt, weil es noch immer ein Vogel ist, sollte man den Kasuar nicht unterschätzen. Es gibt sogar Fälle, in denen ein Kasuar einen Menschen umgebracht hat. Ein Kasuar sieht einem Emu ähnlich und kann noch dazu bis zu 60 Kilogramm schwer werden. Er hat aber nicht nur starke Beine, sondern kann mit diesen auch richtig hart zustampfen. Doch dazu kommt auch noch, dass die Tiere sehr lange und starke Krallen haben, mit denen sie angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Kasuare greifen hin und wieder Menschen an. Tendenziell sind sie ein wenig scheu, aber es gibt immer wieder mutige Exemplare, die wohl ihre eigentliche Stärke erkennen und diese auch ausnutzen wollen. Wer in der freien Wildbahn also mal einem Kasuar begegnet, sollte sich langsam und vorsichtig zurückziehen, um ihm nicht ebenfalls
zum Opfer zu fallen. Flusspferd. Wir alle wissen, dass das Flusspferd gefährlich ist. Es ist einer der größten Landbewohner, die es überhaupt gibt. Auf den ersten Blick scheinen sie sogar relativ harmlos, wenn man nicht schon die zahlreichen Horrorgeschichten über ihre Kraft gehört hat. Denn das Flusspferd ist mächtig und es ist mächtig stark. Oft sind große Tiere sanfte Riesen, doch generell wird das Flusspferd als aggressiv bezeichnet. Oft trifft es Fischer, die in die Nähe der Tiere geraten. Wenn es nur ein bisschen zu dicht ist, setzen die erwachsenen Flusspferde gerne sofort zum Angriff an. Vor allem, wenn die Jungtiere in der Nähe sind. Dabei sind schon einige Fischer draufgegangen. Nachts betreten die Flusspferde auch das Land, um zu ihrem Weidegebiet zu kommen. Auch hier werden Menschen immer mal wieder angegriffen und erliegen dann ihren Verletzungen. Generell gibt ein Flusspferd die Verfolgung erst nach einer ganzen Weile auf. Und trotz seiner Größe sind die Tiere unglaublich schnell. Kaffernbüffel. Der Kaffernbüffel wird gerne auch als afrikanischer Büffel bezeichnet und ist auch als solcher bekannt. Er kommt vor allem im Osten und Süden Afrikas vor. Die größte Gefahr für diesen Büffel sind die Löwen, die es in seiner Heimat vermehrt gibt. Allerdings ist es auch so, dass die Büffel sich gut verteidigen können. Wenn sie sich bedroht fühlen, wenden sie sich mit den Hörnern voran dem Löwen zu und können diesen damit unter Umständen sogar umbringen. Es passiert in der Regel nur alten Büffeln, dass sie einem Löwen zum Opfer fallen. Die Büffel stellen sich den Angreifern mutig entgegen und haben deshalb ebenfalls einen Platz auf unserer Liste verdient. Asiatische Riesenhornisse. Was ist eine asiatische Riesenhornisse und weshalb ist sie so mutig? Die Hornisse kann bis zu 45 mm groß werden und hat einen orangen Kopf. Sie ist im Prinzip eine Hornisse, wie wir sie auch aus Europa kennen. Sie ist vor allem aber aggressiv und greift ganz besonders gerne Kolonien von Insekten an, weshalb sie vor allem unter Bienenzüchtern verhasst ist. Dort greift sie nämlich am liebsten an und tötet die kleineren Bienen ohne Gnade. Dem Menschen gegenüber ist die Riesenhornisse aber nicht so aggressiv, wie man vielleicht denkt. Das ist kaum verwunderlich, denn am Ende des Tages ist sie im Vergleich zu uns ziemlich klein und hat keine wirkliche Chance gegen uns. Trotzdem sterben in Japan zum Beispiel durchschnittlich 40 Personen pro Jahr, was für ein Insekt dieser Größe durchaus beachtlich ist. Die Riesenhornisse ist auf jeden Fall ein Tier, von dem man sich fernhalten sollte. Fleckenhyäne. Auch dieses Tier kennst du bestimmt, denn die Hyäne ist in Animationsfilmen ein beliebtes Motiv. Sie ist ein Raubtier, das vor allem in Afrika verbreitet ist. Dieses Tier gilt gerade in Afrika als grausam und gefährlich, denn Hyänen haben es ganz schön in sich. Die Tiere sind zwar nicht mal so groß, aber ihre Zähne sind so stark, dass sie sogar Rinderknochen damit knacken können. Fleckenhyänen greifen gern mal Menschen an, vor allem wenn diese ohne wirklichen Schutz im Freien schlafen. So kommt es immer wieder zu Todesfällen. Auch Haustiere wie Hunde greift die Hyäne nur zu gerne an, wobei mit ihr wirklich nicht zu spaßen ist. Sie ist stark, schnell und unheimlich schlau. Übrigens leben Hyänen in Gruppen von bis zu 130 Tieren, weshalb sie in dieser großen Zahl durchaus eine richtige Bedrohung für uns darstellen können. Wenn du also jemals einer Hyäne begegnest, solltest du ihr am besten so schnell wie möglich aus dem Weg gehen. Silberrücken-Gorilla. Er wird auch als Silberrücken bezeichnet. Das ist der Gorilla, der es ebenfalls auf unsere Liste geschafft hat. Die Gorillas sind starke Tiere, die normalerweise in kleinen Gruppen oder Herden unterwegs sind. Mutig sind sie vor allem deshalb, weil sie nicht die Flucht ergreifen, wenn sie angegriffen werden. Der Silberrücken stellt sich seinem Feind sehr gerne in den Weg und kämpft auch gegen ihn, wenn es sein muss. Sobald sich ein Silberrücken bedroht fühlt, wird er es zunächst mal mit Drohgebärden versuchen. Doch Flucht kommt ihm nie wirklich in den Sinn. Unter den Männchen kommt es immer wieder zu Drohungen und Kämpfen, weshalb der männliche Nachwuchs nach einer gewissen Zeit die Gruppe verlässt, um eine eigene Kleingruppe zu gründen. Sind dir auch Tiere bekannt, die ähnlich beeindruckende Eigenschaften besitzen? Welche Tiere kennst du, die besonders mutig sind? Wir können fast schon neidisch darauf sein, dass wir uns unseren Feinden nicht so gut und gern entgegenstellen wie ein paar Vertreter auf dieser Liste. Doch wenn man sich mit den Tieren der Welt beschäftigt, wird man ohnehin immer wieder beeindruckt. Die Tierwelt ist gigantisch und Forscher entdecken jeden Tag neue Tiere und neue Phänomene, die unglaublich und einfach nur atemberaubend sind. Was sind die mutigsten Tiere, an die du denken kannst? Schreib es uns gern in die Kommentare. Wenn dir Videos wie dieses gefallen, kannst du uns auch sehr gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Abonnement unterstützen.
Bis bald.